Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft in der Saga von Milton dem Magier. Letzte Folge wollte ich eigentlich den Altar mal in Betrieb nehmen, kam aber dann nicht zu, weil viele Kreaturen oder zwei eher gesagt laufen schreien. Ich weiß auch nicht, was das für welche sind. Komische Laufentypen. Und da hatten wir wenig Essen. Und weil es ja auf Mittel ist, der Server, ist jetzt auch alles gleich mal so einfach. Haben wir auch nicht so viel Rüstung. Aber jetzt schauen wir es mal. Ich glaube, das war wie folgt. Man musste nämlich... Na, ich kann einfach mal so machen. Ich glaube nämlich, dass man diesen Stein... Entweder muss man den darauf legen oder der kommt hier hin. Das werde ich jetzt mal rausfinden. Wo ist unser Zauberstab? Er ist auch noch gut gefüllt. Nee. Nehmen wir meinen Zauberstab wieder. Gut, so war es nicht. Dann müssen wir den doch wieder abbauen. Vielleicht müssen wir den doch darauf legen. Nee, das war es auch noch nicht. Kommen wir nochmal rauf. Nachdem wir noch richtig in der zurück angebracht hast, kannst du mit Infos umgehen. Auch wenn wir dann locker unterhalb der Mann legst du das zu. Ja, muss man ja aber richtig aufbauen. Oder das sieht doch anders aus, ne? Ach ja, man braucht natürlich noch mehr Sockel, glaube ich. Kann das sein, dass man doch noch mehr davon braucht? Mag das so sein? Viel davon. Ach so. Muss man das da... Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Das heißt, der muss halt doch weg. Nochmal angucken. Also ich glaube, diese vier, da kommen dann nochmal Arkansteine rauf. Und der kommt da drüber. Das heißt, entweder brauchen wir einen noch hiervon mehr, weil das so sein muss, dass die so angebracht werden müssen. Das heißt, wir brauchen aber noch einen Stein. Mhm. Da haben wir ja auch noch welche zum Glück. Es kann natürlich sein. Dass das so muss. Entweder das Ding ist darauf. Nein. Oder das muss jetzt doch hierhin. Ja, jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir es doch nochmal geschafft. Wir haben jetzt einen magischen Altar erschaffen. Den man jetzt Dinge machen kann. Ja, was kann man denn damit denn so machen?
Das ist eine gute Frage. Wir haben nämlich noch gar nicht, so wie das ausschaut. Doch, wir haben immerhin schon mal neue Zauberstäbe freigeschaltet. Aber es gibt eigentlich noch Werkzeug und sowas alles auch. Aber es kann auch sein, dass man dafür magische Mythologie erstmal machen muss. Das mag sein, das können wir als nächstes jetzt mal angehen, dass das hier dann ist. Ich weiß es gar nicht. Oder ob das dann hier kommt. Was das ist, werden wir auch mal rausfinden. Lampe des Wachstums, Lampe der Fruchtbarkeit. Was es nicht alles gibt. Was haben wir denn hier überhaupt? Obsidian-Stabkern, Silberholz-Stabkern, Großholz, Silberholz sieht doch eigentlich auch sehr schön aus. Dann machen wir Silberholz, Knochen, naja. Also die kann man sich alle kaufen. Aber der Silberholz muss man erforschen. Das heißt, erstmal wieder zurück. Mal zum alten Haus. Und wir werden, hier drin ist nämlich auch noch... Er ist hier gar nicht drin. Forschung des Produzieren ist hier drin. Ah, hier haben wir magischer Teig. Der hatten wir nämlich irgendwann schon mal. So, magischer Teig ist ja gar nicht schwierig. Ach, magischer Teig wollte ich gar nicht, aber machen wir jetzt trotzdem erstmal. Haben wir ist mit Tod und dieser hier Bewegung leben. Wir brauchen aber ja was. Das, der Fisch hat Feuer und Leere, Zerstörung. Das heißt, über Tod könnte man gehen. Über Tod. Gehen wir über Tod. Auf Zerstörung. So. Haben wir schon mal das. Und die magische Metallurgie machen wir jetzt auch gleich noch. Mhm. Was haben wir da? Da haben wir das drinne. Da haben wir Ordnung drin. Das ist gut. Das heißt, hier machen wir wieder genauso. Wir gehen hier über den Kristall. Und von Kristall zu Ordnung. Jetzt brauchen wir noch einmal einen Fisch. Wir haben auch das. Magischer Talg. Magische Metallurgie. Das ist eigentlich. Verstehen Sie, was Neues haben? Aha. Alchemie-Duplizierung. Damit kann man Alchemie sein. Duplizieren irgendwie. Ach doch, jetzt hier unten. Jetzt haben wir hier auch Werkzeuge. Das ist auch sehr schön, wenn wir auch nochmal angehen. Sind jetzt gar nicht so toll, die Sachen, aber man kann sie halt machen. Deswegen werden wir sie irgendwann auch mal machen. Also die Werkzeuge kommen halt nicht an die Tinkers Construct Sachen ran eigentlich. So, was ich aber machen möchte. Was wollte ich denn machen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich auch noch so Beschriftungszettel haben, die weiß ich auch gar nicht mehr, wie man die bekommt. Und vor allem leer. So, Silberholzstabkern. Den wollte ich auch noch haben. Und nur den am Glas will ich auch noch haben. Und dann wieder das Papier. Das Schreibset. Hab's irgendwie geschafft, das Ding wegzupacken. Ne, es liegt da.
Er rennt einfach mal eben dahin. Gut, dass er das nicht aufsammeln kann. Du kannst das aufsammeln, wenn du willst. Ja, nein, damit das auf. So. Silberholzstabkern. Ein Baum. Mensch. Das ist nicht schwierig, aber Baum. Wo ist ein Baum noch drin? Na ja, gut, wir können bei den Getreide, dann können wir zum Mensch kommen. Gut. Und Horde habe ich auch nicht mehr viel. Das heißt. Fische. Wenn ich hier einen Fisch nehme. Und Ordnung. Was anderes, wo Ordnung drin ist. Nicht viel von. Wir müssen auf jeden Fall demnächst mal wieder mehr Tribut geben. Hier ist Ordnung drin. Brauchen wir auch Menschen. Das ist ja schon wieder schlecht. Das heißt, ich brauche eigentlich Menschen. So, Menschen. Ich brauche noch einen Menschen. So, jetzt kommen wir dahin. Jetzt müssen wir... Irgendwie Baum. Ah ne, über Menschen wollte ich, genau, über Menschen. Getreide. Hier das. Der Baum. Was ist der Baum? Ne, den Baum nicht. Bin ich blind? So, haben wir auch einen silbernen Stabkern, Silberholzstabkern. Dann gucken wir uns gleich mal an. Werkstäbe, an die Arbeit. Okay, dafür braucht man sogar noch ein größeres. Noch größer. Und noch viel, viel größer. Ich brauche nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Altare. 7 Altare. Und wir brauchen natürlich noch das alles. Das heißt, mit 100 Biss können da rein. Das ist natürlich super. Das heißt, wir brauchen noch eine Intrigut-Scherbe. Dafür brauchen wir. Ja, wir müssen erst einmal drauf an, welche Scherbe man benutzt dann. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr suchen nochmal, wieder ein bisschen erkunden gehen. Die nächsten Male. Allmählich geht uns das ja aus, das Zeug. Damit wir auch mal das haben. Was ich aber auch gerne noch hätte, wäre eine Staumium-Stabkappen, wenn dann gleich richtig. Und das ist auch wieder gar nicht so einfach. Das wird auch wieder mal den Rahmen sprengen. Deswegen machen wir das auch dann mal anders.
Und dann sage ich jetzt erstmal wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.